Hallo, liebes Erstkommunionkind, ein neuer Sonntag und ein neues Video von mir. Ihr seht, ich bin in einer anderen Kulisse mal wieder und heute feiern wir ein Fest. Und zwar geht es darum, dass wir heute Pfingsten feiern wollen. Pfingsten, das Fest, was wir 50 Tage nach Ostern feiern. Pfingsten, auch der Geburtstag der katholischen Kirche genannt. Pfingsten, das Fest, an dem wir über Jesus und Gott in den unterschiedlichsten Sprachen erzählt haben. Mehr gibt es jetzt im Video. Viel Spaß dabei! Lukas beschreibt es in der Apostelgeschichte so. Ich blende sie euch einmal ein, die passende Bibelstelle dazu. Dann könnt auch ihr es erstmal nachlesen. Der Heilige Geist erschien den Jüngern das erste Mal an Pfingsten. Und wir wissen ja auch, dass wir Gott in drei Gestalten wahrnehmen, in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Heilige Geist erschien den Aposteln aus Flammen, aus Feuer. Und so konnten sie alle von den Geschichten Jesus erzählen und miteinander ja die Liebe Gottes sichtbar und teilbar werden lassen. Sie alle sollten verkünden Jesus Geschichten und Gottes Liebe, die damit einherging. Und in Jerusalem lebten damals schon einige Menschen unterschiedlicher Sprache und durch den Heiligen Geist haben sie sich verstanden. Wie wunderbar ist das denn bitte? Alle sprechen eine andere Sprache und plötzlich verstehen die sich. Und damit ist Pfingsten sozusagen auch der Geburtstag der Kirche. Der Geburtstag der Kirche, da nun verstanden wurde, was sie eigentlich verkündet haben. Und seither verkünden wir auch das Evangelium, das Wort Gottes, das, was uns Gott lehrt. Hallo liebe Kommunionkinder in Nippes Bilderstöckchen. Ihr habt die Frage gestellt, was ist der Heilige Geist? Und morgen feiern wir an Pfingsten das Fest des Heiligen Geistes. Für mich ist es ein Fest, wo sich Kirche daran erinnert, dass wir, wenn wir zusammen sind, den Heiligen Geist empfangen und spüren können, wenn wir Gemeinschaft sind. Und jedes Mal, wenn wir sagen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen, also wenn wir ein Gebet beginnen, rufen wir Gott an und sind in seiner Mitte versammelt. Und dass das überhaupt funktioniert, das ist für mich Heiliger Geist. Auch ich habe jetzt noch ein paar Freunde gefragt, was sie sich vom Heiligen Geist erbitten. Denn der Heilige Geist ist nicht einfach nur irgendwer, sondern er begleitet uns, er stärkt uns auf eurem Weg. Und somit jetzt ein paar Freunde von mir für euch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Video. Ja, was bedeutet Pfingst für mich oder das Pfingstfest? Es ist für mich sehr wichtig und ich feiere es sehr gerne, denn der Heilige Geist steht mir sehr nahe, ist ein guter Freund von mir, denn ich finde es toll, dass er mir hilft, mich bei vielen verschiedenen Dingen zu inspirieren und mir Ideengeber zu sein. Eine Gabe, die ich mir vom Heiligen Geist wünsche oder erbitte, das ist Geduld. Denn ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch bei allem, ob ich im Aldi in der Kasse stehe oder an der roten Ampel warte. Geduld ist für mich echt schwer und daher würde ich mich freuen, wenn der Heilige Geist mir ein bisschen mehr davon schenken würde. Was erbitte ich vom Heiligen Geist? Ja, wenn ich mit anderen zusammen bin und wir zum Beispiel innerhalb der Familie oder auch wenn wir uns im Beruf zusammenfinden oder in der Schule, ihr Kinder tut es ja auch in der Schule und ihr vielleicht auch nicht so weiter wisst in einer Situation, was können wir denn jetzt machen, wenn wir uns zum Beispiel gestritten haben, das kennt ihr sicherlich auch. Dann kann man einen Augenblick lang still werden, finde ich, und das ist meine Erfahrung. Dann erbitte ich auch vom Heiligen Geist eine zündende Idee, wie wir jetzt weitermachen können. Der Heilige Geist ist für mich wie ein guter Freund, den ich immer anrufen kann, der immer zu mir steht und der mir Rat gibt, der mir sagt, was richtig ist im Alltag, wenn ich mal nicht weiter weiß. Und von Pfingsten erhoffe ich mir deshalb, dass ich noch mehr Verbindung zu dem Heiligen Geist habe, dass ich ihn immer ganz oft fragen kann, ohne Angst zu haben, dass ich ihn nicht vergesse und dass ich auch einfach von seiner Liebe weitergeben kann und erzählen kann, dass er mich liebt, dass er mich und auch die anderen, auch dich liebt.
Ach, warte, bevor ihr schon fertig seid, auch ihr könnt ja mal überlegen, was ihr den Heiligen Geist bitten möchtet. Es gibt ja sozusagen die 7 Gaben des Heiligen Geistes, die blende ich euch an. Und ihr könnt ja mal schauen, ob ihr so versteht, was jede einzelne Gabe bedeutet. Und ihr überlegt einmal am besten, um welche Gabe ihr den Heiligen Geist bitten würdet. Damit wünsche ich euch nun endgültig ein schönes Pfingstfest. Wir sehen uns nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüss! Erzähl uns mehr, dass wir die Zeichen verstehen.